Herzlich willkommen zu einem neuen Teil Wissen to go. Diesmal an einer ganz besonderen Stelle. Wie ihr schon seht, das hier ist kein Zimmer, sondern das ist draußen und nicht irgendwo draußen, sondern in Moskau. Vielleicht mal so ein kleiner Schwenk hier über den Platz. Sorry übrigens für den Wind. Ich habe leider einen Mikrofon vergessen. Ja, hier sieht man auch die bekannte Kathedrale. Also ich stehe mitten auf dem Roten Platz in Moskau und ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch ein thematisch passendes Video machen. Also sorry übrigens noch für den Wind, wir gehen gleich an eine Stelle an, der es nochmal besser ist, das schon mal vorab. Ja, thematisch passendes Video, viele von euch haben nämlich immer wieder geschrieben, hey, mach doch mal was zur russischen Geschichte. Und dem werde ich jetzt nachkommen. Heute geht es um die russische Revolution. Denn wenn ihr einen Russen fragt, was ist so das wichtigste Ereignis der letzten 150 Jahre, dann werden die meisten von den Russen sagen, das ist definitiv die russische Revolution. Ob es überhaupt eine Revolution war? Das klären wir in diesem Video und natürlich erkläre ich euch, wie es zu dieser Revolution kam. Das Video ist so aufgebaut. Zuerst geht es mal um die allgemeine Situation in Russland im Jahr 1917. Wer waren die führenden politischen Kräfte? Wie sah es da in Russland genau aus? Danach geht es um den Verlauf der Revolution. Wie kam es dazu, dass quasi innerhalb kürzester Zeit aus einem zaristisch regierten Land, was das bedeutet, das erkläre ich euch auch gleich, ein kommunistisch regiertes Land wurde. Und am Schluss gibt es so ein paar interessante Facts zur russischen Revolution, die ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video bis zum Ende anguckt. Es lohnt sich, wir wechseln nämlich öfter mal den Ort. So, und jetzt gehen wir mal aus dem Wind raus. So, lasst euch nicht ablenken von den Leuten, die hier vorbeilaufen. Ich tue es auch nicht, zumindest versuche ich es. Und hier schleicht die ganze Zeit auch schon so ein Polizist rum. Also, wenn ich nach diesem Video nie wieder was von mir hören lasse, dann sitze ich in einem russischen Straflager fest und werde nie wieder Videos drehen können. Aber kommen wir zum Thema. Ja, wir starten mit der Ausgangssituation. Wie sah es aus in Russland im Jahr 1917? Es war so, Russland befand sich 1917 im Krieg. Das war der Erste Weltkrieg, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und Russland hat unter anderem gegen Deutschland gekämpft. Allerdings sah es für Russland gar nicht so gut aus. Die Bevölkerung hatte wenig zu essen, es gab große Mängel in der Versorgung, die Armee hatte auch nicht mehr wirklich Lust zu kämpfen und es gab große Verluste im Krieg. Wenn man eine Floskel benutzen wollte, würde man sagen, das Land war einfach kriegsmüde, also die Leute hatten keine Lust mehr auf den Krieg. Das war so die Ausgangssituation auf der, sagen wir mal, menschlichen und militärischen Seite. Auf der politischen Seite sah es so aus, es hatte eine Revolution gegeben, eine kleine Revolution in Russland, wobei klein ist vielleicht der falsche Ausdruck, die Februarrevolution 1917. Bei dieser Februarrevolution wurde der Zar gestürzt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Zar, wer ist das, was ist das? Das könnt ihr euch von der Übersetzung her ganz einfach ableiten. Zar, das kommt von dem lateinischen Wort Caesar und das wiederum bedeutet Kaiser. Übrigens bin ich sehr froh, dass jetzt der Polizist in diesem Moment verschwunden ist und ich weiter frei sein darf. Also es kommt von dem Wort Kaiser. Der Zar war einfach der Kaiser über Russland, so wie es das auch in anderen Ländern gab zu dieser Zeit. Und der Zar hat 1917 ab dem Februar nicht mehr regiert. Wie es zu dieser Februarrevolution kam, was da abgelaufen ist, das könnt ihr nochmal in den Links nachgucken. Ich habe euch da unten einen Link eingebaut in die Infobox. Wichtig ist so, dass ihr wisst, es gab eben keinen Zar mehr, sondern es gab eine, ja, fast schon demokratische, angehauchte Regierung. Es gab zum einen die Duma. Die Duma war ganz einfach das Parlament in Russland und die Duma hat auch die Regierung gestellt. Es war eine sehr schwache Regierung, muss man sagen. Und es gab als Folge der Revolution in allen großen Städten des Landes Räte. Arbeiter, Bauern, Soldatenräte. Diese Räte, das waren Gremien, die über ihr Gebiet bestimmt haben. Und da saßen zum einen tatsächlich Arbeiter, Bauern, Soldaten, aber auf der anderen Seite saßen da Vertreter der Parteien, die auch in der Duma saßen. So sah es also politisch aus. Und der Plan war, dass Duma und die Räte zusammen eine verfassungsgebende Versammlung bilden. Die sollte gewählt werden. Und aus dieser verfassungsgebenden Versammlung sollte dann ein neues politisches System für Russland entstehen, das dann eben sagt, wo es in Zukunft politisch lang geht. Was noch interessant ist und wichtig zu wissen, die Räte, die nennt man auf Russisch Sowjet. Und Sowjet, dieses Wort kennt ihr natürlich auch von Sowjetunion, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Das war eben dieser russische Begriff für Räte, Sowjet. Und die Partei, die sowohl in den Sowjets als auch in der Duma führend war, die dort die meisten Mitglieder hatte, die die meiste Macht besessen hatte, das waren die Bolschewiki. Bolschewiki, wer waren das? Ist ganz einfach erklärt. Bolschewiki war eine Abspaltung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
Russlands, die hatte es gegeben und dieser Partei gab es einen Streit. Da hat die eine Hälfte gesagt, wir wollen Kommunismus. Was Kommunismus ist, habe ich euch in den Links gepackt, das wäre jetzt ein bisschen zu ausführlich, das zu erklären. Wir wollen den Kommunismus, wir wollen ein kommunistisches System. Und es gab Leute, die gesagt haben, nee, wir wollen das alles gemäßigt haben. Ähnliche Entwicklung übrigens wie in Deutschland auch. Und aus diesen Kommunisten sind quasi die Bolschewiki geworden, die Mehrheit, wie es auf Deutsch heißt, obwohl das gar nicht mehr Leute waren. Und auf der anderen Seite gab es die Menschewiki, das waren die Minderheit, die hatten auch weniger Macht und das waren eben die gemäßigteren Politiker. So viel zu dem, wie es politisch aussah mit den Parteien. Wie gesagt, der Plan war es, eine verfassungsgebende Versammlung zu wählen, aber so weit kam es dann im Endeffekt doch nicht. Und schuld daran war vor allem er hier. Das hier ist ein Mann, dessen Name so kompliziert ist, dass ich ihn euch eingeblendet habe und um mich nicht zu blamieren, spreche ich ihn nicht aus. Ich sage euch einfach nur seinen, nehmen wir mal Spitzname. Das hier ist Lenin. Lenin war der Anführer der bolschewistischen Partei, der Bolschewiki. Und Lenin hat eben in dieser Partei gesagt, wo es lang geht. Das Ziel von Lenin und seiner Partei war es, den Krieg, der ja gerade noch herrschte, sofort zu beenden, obwohl Russland da eine Menge Gebiete verloren hätte, weil Russland ja quasi gegenüber Deutschland aufgegeben hätte. Aber die Bolschewiki waren trotzdem dafür, den Krieg zu beenden, weil die Bevölkerung eben sehr kriegsmüde war. Und die Bolschewiki wollten ein kommunistisches System in Russland haben. Das waren so die beiden Hauptziele und das sollte beides möglichst schnell passieren. Da ja, wie gesagt, die Bevölkerung sehr kriegsmüde war, haben die Bolschewiki es geschafft, innerhalb kürzester Zeit sehr viele Leute auf ihre Seite zu ziehen. Wir sprechen jetzt immer noch so vom Jahr 1917, April, Mai, Juni, haben die Bolschewiki immer mehr Zulauf bekommen und es sah im Endeffekt dann so aus, dass die Bolschewiki alle Sowjets in den wichtigen Städten Russlands kontrolliert haben, vor allem in Moskau und in St. Petersburg. Und St. Petersburg war deswegen so wichtig, weil es damals die Hauptstadt war. Das wissen viele nicht. St. Petersburg war sehr, sehr lange Zeit, mehr als 300 Jahre ungefähr in Russland die Hauptstadt. Das war der Regierungssitz und deswegen war es eben so wichtig, dass die Bolschewiki vor allem auch dort die Sowjets kontrolliert haben. Also nochmal zusammengefasst gesagt, es gab in Russland im Jahr 1917 keinen Zar mehr, der war im Februar gestürzt worden. Stattdessen gab es ein Nebeneinander zwischen der Regierung, der Duma und den Sowjets, den Räten. Die Bolschewiki, das war die Partei, die am meisten Einfluss hatte. Vorsitzender, Chef dieser Partei war Lenin und das Ziel der Bolschewiki war, so schnell wie möglich die Macht zu ergreifen und den Krieg zu beenden und in Russland ein kommunistisches System zu installieren. Und wie sie das gemacht haben, sie haben es tatsächlich geschafft. Dazu kommen wir jetzt. Das, was jetzt kommt, das könnte ich euch noch viel besser erklären, wenn wir in St. Petersburg wären. Wie gesagt, die Hauptstadt damals. Allerdings sind wir in Moskau, was natürlich auch toll ist, aber deswegen müsst ihr euch mit einem Bild begnügen. Das ist St. Petersburg ungefähr zur Zeit um 1900. Und 1917 sah es natürlich auch noch dort so aus. Das ist also St. Petersburg. Und in St. Petersburg steht unter anderem auch der Winterpalast. Und in dem Winterpalast hat die Regierung sich getroffen und auch wichtige Sitzungen mit den Vertretern der Räte aus den verschiedenen Gegenden gehalten. Winterpalast also ein zentraler Ort und dieser Ort wird jetzt auch in dem, was danach kam, sehr, sehr wichtig. Denn, wie gesagt, die Bolschewiki wollten die Macht haben, sie wollten den Krieg beenden und sie wollten ein kommunistisches System einführen. Sie haben aber überlegt, wie machen wir das? Sollen wir es gewaltsam machen? Sollen wir einen Umsturz versuchen? Oder sollen wir es auf politischem Weg machen? Also sollen wir uns in der verfassungsgebenden Versammlung erstmal wählen lassen und dann so viel Einfluss wie möglich üben, Wahlkampf machen und so weiter und so fort. Das fand vor allem Lenin dann doch etwas zu langwierig. Deswegen hat Lenin den Weg favorisiert, es gewaltsam zu machen. Die Sache ist natürlich, wenn einer das will, dann kann er das nicht so allein durchbringen in einer Partei. Deswegen gab es verschiedene Abstimmungen. Es wurde immer wieder abgestimmt, mehrfach, bis dann schließlich beschlossen wurde, okay, wir machen es tatsächlich gewaltsam. Also Lenins Weg wurde auch von den anderen akzeptiert. Der Plan für diese gewaltsame Aktion sah so aus, dass in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober in Russland der Winterpalast gestürmt werden sollte. Der Winterpalast war zu diesem Zeitpunkt besetzt von der Regierung und von den Räten, die sich zu einer wichtigen Sitzung getroffen haben. Und er sollte gestürmt werden, die Politiker festgenommen werden. Die Bolschewiki wollten sich zur alleinigen Macht in Russland erklären. Und damit ist der Umsturz quasi vollzogen gewesen. Das war der Plan. Und man muss sagen, der Plan ging auch verblüffenderweise genauso auf. Also in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober haben die Bolschewiki den Winterpalast gestürmt, haben dort die Politiker festnehmen lassen. Es ist gar kein Blut geflossen, es lief alles friedlich ab. Die Politiker haben noch am Ort was unterschrieben, dass sie nie wieder sich politisch engagieren wollen.
Und so war innerhalb weniger Stunden der Umsturz vollzogen. Lenin hat damit die Sowjetunion ausgerufen, die Sowjetrepublik. Er hat gesagt, jetzt regieren hier wirklich die Räte. Und damit war auch schon alles vorbei, könnte man meinen. Aber das Ganze war ja nur in St. Petersburg. Und das Problem war, St. Petersburg ist klein. Verhältnismäßig zu Russland. Russland, der größte Flächenstaat zu dieser Zeit. Wenn man nur über eine Stadt die Kontrolle hat, wie kriegt man über den Rest die Kontrolle? Nun, das haben die Bolschewiki relativ schnell auf verschiedene Wege gelöst, nämlich auf gewaltsame Wege. Und hier kommt Blut ins Spiel. Zuerst mal wurden die Räte in den einzelnen Gegenden ausgetauscht und mit Bolschewiki besetzt. Also da waren dann nur noch Parteileute an den wichtigen Stellen. Die Räterepublik, die Sowjetrepublik gab es insofern auch nie wirklich, weil überall Bolschewiki saßen. Die bolschewistische Partei hat sich dann benannt in Kommunistische Partei Russlands. Sie war die alleinige Regierungspartei, also es gab auch nur noch quasi eine Partei, die über alles regiert hat. Und es gab auch keine Arbeiter und Bauern, die dieser Partei geholfen haben, sondern die Partei hatte verschiedene Kommissare, sowas wie Minister. Lenin war der Chef und verschiedene Kommissare waren für einzelne Bereiche zuständig. Übrigens auch Josef Stalin, der später auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommt der wirklich gewaltsame Teil, die Bolschewiki, die Kommunistische Partei, hat die sogenannte Tscheka eingerichtet. Die Tscheka, das klingt vielleicht so erstmal nach Checker, war aber überhaupt nichts Lustiges. Das war so eine Art Geheimpolizei, die alle politischen Gegner ausgeschaltet hat, umgebracht hat, aus dem Land geschafft hat, also dafür gesorgt hat, dass innerhalb kürzester Zeit fast alle Gegner in Russland ausgeschaltet waren und somit hatte man sehr schnell Kontrolle über das ganze Land. Politisch haben die Bolschewiki auch direkt was gemacht, nämlich noch in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober. Zuerst haben sie das Dekret über den Frieden erlassen. Das Dekret über den Frieden hat sofortige Waffenstillstandsverhandlungen mit Deutschland bedeutet. Russland hat damit sehr viele Gebiete verloren, aber das war ja eins der Ziele. Und es gab das Dekret über den Grund und Boden. Das hat alle Leute enteignet, die Privatbesitz hatten. Und der Besitz wurde auf die ganze Bevölkerung aufgeteilt, also ein Grundgedanke des Kommunismus. Es gab noch verschiedene andere Dekrete, die innerhalb kürzester Zeit aus einem ja, fast demokratischen Land ein kommunistisches Land gemacht haben. Nochmal zusammengefasst gesagt, es gab also die Bolschewiki wollten ja, unbedingt an die Macht. Vorsitzender der Bolschewiki war Lenin hier bei einer wichtigen Rede und die Bolschewiki haben das auch geschafft, nämlich gewaltsam. Sie haben zuerst mal die Regierung gestürzt, das lief noch unblutig ab, danach aber in der nächsten Zeit alle Gegner ausgeschaltet, alle Räte quasi gleichgeschaltet und überall alles auf die Partei ausgerichtet. Es gab quasi nur noch die kommunistische Partei, immer den Bolschewiki, die über alles bestimmt haben. Es gab verschiedene Kommissare und Vorsitzender war eben Lenin. Ja, über die russische Revolution könnte man sehr, sehr viele spannende Dinge sagen. Ich habe jetzt mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich persönlich ganz interessant finde. Und die erste Sache fängt schon damit an, dass es die Frage ist, war es denn überhaupt eine Revolution? Die Russen vor allem nennen das natürlich sehr gerne Revolution, weil das sehr toll klingt. Aber in der Forschung wird hart darüber gestritten, denn es gibt auch Leute, die sagen, naja, im Prinzip war es ja nur ein Staatsstreich, ein Umsturz. Über Nacht wurde die Regierung gestürzt und was danach kam, dieses ganze Gewaltsame, hatte ja nicht mehr viel mit einer Revolution zu tun. Deswegen ist eben die Frage, war es denn wirklich eine Revolution? Im allgemeinen Sprachgebrauch ist es doch so, dass man sagt, russische Revolution, Oktoberrevolution, Februarrevolution, deswegen habe ich das auch so verwendet. Das ist also die erste interessante Sache. Die zweite interessante Sache ist, eigentlich müssen wir aus westeuropäischer Sicht sagen, es war eine Novemberrevolution, denn die Russen hatten damals einen anderen Kalender als der Rest von Westeuropa und nach der westeuropäischen Rechnung war es damals schon November und nicht Oktober. Deswegen also eigentlich Novemberrevolution. Wenn ihr verschiedene Daten über die russische Revolution euch anguckt, dann seht ihr meistens auch ein Datum, Schrägstrich, anderes Datum, weil das eben diese verschiedenen Zeitrechnungen sind. Und die dritte interessante Sache ist, dass Lenin eigentlich nur deswegen an die Macht kommen konnte, zumindest denkt das die Forschung heute, weil er von Deutschland unterstützt wurde. Lenin war im Exil lange Zeit, wurde dann aber von den Deutschen gezielt nach Russland gebracht, um dort quasi eine Revolution anzuzetteln, weil die Deutschen sehr berechnet waren. Die haben gesagt, naja, wenn der dort an die Macht kommt, beendet er den Krieg.
dann haben wir es leichter und wir haben auch noch mehr Gebiete, ist auch eine gute Sache. Und deswegen vermutet man heute, dass die Bolschewiki von Deutschland mit mehreren Millionen Mark damals, Reichsmark, unterstützt wurden. Man weiß bis heute nicht, ob es wirklich stimmt, aber man hält es für sehr wahrscheinlich. Und im Endeffekt waren quasi die Deutschen mit dafür verantwortlich. Die haben Lenin auch in einem gepanzerten Zug offenbar nach Russland gebracht, waren dafür verantwortlich, dass es Lenin an die Macht geschafft hat, dass es die Bolschewiki geschafft haben. Und wenn man das so ganz übertrieben sagen will, haben die Deutschen dafür gesorgt, dass Russland ein kommunistisches Land wurde. Wer weiß, ob es andernfalls überhaupt geklappt hätte. Das sind also drei interessante Dinge. Was ich persönlich noch sehr interessant finde, hier in Russland wird Lenin, naja, sagen wir mal nicht verehrt, aber man verachtet ihn auch nicht. In Deutschland würde man ja heute sagen, Verbrecher, der hat dafür gesorgt, dass viele tausend Menschen umgebracht wurden. In Russland gibt es an vielen verschiedenen Stellen noch Lenin-Statuen, einfach weil die unter Denkmalschutz stehen. Zum Teil Lenin wird hier quasi auch ausgestellt. Der Leichnam von Lenin ist direkt hinter mir hier in dem Mausoleum. Das ist leider gerade geschlossen, man darf da auch gar nicht filmen, aber jeder kann sich quasi Lenin auch noch anschauen hier in Russland. Also auch das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Wer könnte sich heute vorstellen, dass Hitler noch irgendwo im Sarg ausgestellt würde? Lenin mit Hitler zu vergleichen, natürlich ein sehr, sehr schräger Vergleich, aber nur mal so als Beispiel, interessante Sache. Das war es auch schon zum Video zur russischen Revolution. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen an dieser etwas ungewöhnlichen Stelle. Ich muss mich auch mal so umgucken, weil hier ständig Polizisten laufen, die ein bisschen schräg schauen. Bisher bin ich noch nicht festgenommen worden, vielleicht jetzt am Ende des Videos. Dann macht es gut, ein schönes Leben. Wir sehen uns leider nie wieder. Und wenn wir uns bald wiedersehen, dann hat alles geklappt. Macht's gut. Ciao.